Guten Abend und herzlich willkommen auch im Namen unserer Partner und Mitveranstalter des heutigen Abends, des Sacharow-Zentrums in Moskau und des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Vielen Dank an Gwendolin Sasse und Sergei Lukaschewski für die freundschaftliche Zusammenarbeit und vielen Dank an das Auswärtige Amt für die Förderung dieses Projekts. Mein Name ist Ralf Hüchs, ich bin Direktor des Zentrums Liberale Moderne. Es ist uns eine besondere Freude und Ehre, diesen Abend zum 100. Geburtstag von Andrei Sacharow auszurichten. Friedensnobelpreisträger, Forscher von Weltrang, einer der Väter der sowjetischen Wasserstoffbombe, der sich seither vehement für nukleare Abrüstung einsetzte. Ein Vorkämpfer für Bürger- und Menschenrechte, Spiritus Rector der Dissidentenbewegung in der Sowjetunion und einer der Wegbereiter des kurzen Frühlings der Demokratie, der Ende der 80er Jahre auch die Sowjetunion erfasste. Wir können an diesem Abend nicht alle diese Seiten Sacharows ausleuchten, aber wir wollen doch ein Streiflicht auf sein Leben und sein Werk werfen. Keine museale Gedenkveranstaltung, sondern ein Versuch, sein geistig-politisches Erbe zu vergegenwärtigen. Es geht also nicht nur um einen historischen Rückblick, sondern um die Frage, was uns Sacharow heute zu sagen hat, im Osten wie im Westen. Uns ist diese Soiree auch deshalb eine besondere Angelegenheit, weil uns, den Kritikern des heutigen Regimes in Russland, gern vorgeworfen wird, wir würden antirussische Ressentiments schüren. Nichts liegt uns ferner. Uns liegt dieses Land am Herzen und wir fühlen uns allen verbunden, die heute in der Tradition Andrei Sacharows stehen. Wir haben für diesen Abend wunderbare Gesprächspartner gewinnen können, die uns Sacharow näher bringen werden. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an das Russland-Team des Zentrums Liberale Moderne, an Mascha Sanikova-Frank, Daria Taschkinova und Nikolaus von Twickel, die diese Geburtstagsfeier mit viel Engagement vorbereitet haben. Wir beginnen mit einem Grußwort von Marina Sacharow-Liebermann, einer Enkelin des Jubilars. Sie ist Vorstandsmitglied der Andrei Sacharow-Stiftung. Ihre Videobotschaft wurde vor Beginn unserer Veranstaltung aufgezeichnet. Anschließend sehen wir zur Einstimmung in den Abend einen kurzen Film über das Leben von Sacharow, der vom Sacharow-Zentrum in Moskau produziert wurde. Ich wünsche uns allen einen interessanten und produktiven Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich, als Rednerin zu Ihrer Veranstaltung anlässlich des 100. Geburtstages meines Großvaters eingeladen zu sein. Ich vermute, dass ich heute Abend die einzige Person bin, die die Familie Sacharow vertritt. Deshalb möchte ich einen Teil der persönlichen Geschichte meines Großvaters ansprechen, damit Sie besser verstehen, woher er kam. Für viele Menschen, die mit Andrei Sacharow einigermaßen vertraut sind, beginnt seine Geschichte im Jahr 1968, dem Jahr, in dem Sacharow seine Arbeit Gedanken über Fortschritt, friedliches Zusammenleben und geistige Freiheit veröffentlichte. Aber der Weg zu diesem Moment begann viele Jahre zuvor. Seine wissenschaftliche Leidenschaft wurde von seinem Vater geprägt, einem angesehenen Physikprofessor in Moskau. Er wurde auch stark von dem Betreuer seiner Doktorarbeit, Igor Tom, beeinflusst, einem Physiker, der den Nobelpreis erhielt. Tom war ein mutiger Verteidiger der wissenschaftlichen Integrität, der beispielsweise die von Lysenko vertretenen falschen Vererbungstheorien öffentlich ablehnte. Die persönlichen Werte meines Großvaters lassen sich auch auf die Geschichte seiner Familie zurückführen. Mehrere Generationen in der Familie Sacharow widmeten sich den Idealen von Verantwortung, Integrität und Respekt für den Einzelnen. Sein Großvater, Iwan Sacharow, war ein prominenter Anwalt, der zu einer einflussreichen Publikation beitrug, die das Konzept der Todesstrafe bekämpfte.
Diese Werte überlebten den Bruch, den die Revolution herbeiführte, und waren ein Leitfaden für Andrei Sacharow während seines gesamten Lebens. Das Leben in Moskau in den 1920er Jahren war nach der Revolution und dem Bürgerkrieg turbulent. Der Kalte Krieg isolierte auch einen Weltbürger wie meinen Großvater vom Rest der Welt. Er wollte auch nicht Mitglied der Kommunistischen Partei werden, obwohl ihm das mehrfach nahegelegt wurde. Von seinen ethischen Überzeugungen geleitet, bemühte er sich, ein unabhängiger Denker zu bleiben. Er fühlte sich, wie er sagte, dem Ziel verpflichtet, nach dem verheerenden Krieg das Land stark genug zu machen, um den Frieden zu gewährleisten. Nach einem weiteren erfolgreichen Test der Wasserstoffbombe im Jahr 1955 stellte Sacharow jedoch fest, dass er maßgeblich zur Schaffung der schrecklichsten Waffe in der Geschichte der Menschheit beigetragen hatte. Darüber hinaus wurde ihm klar, dass die Verwendung dieser Waffe allein in den Händen des Militärs liegen würde, ohne dass Wissenschaftler einen Einfluss darauf haben würden. Als die Tests bis in die späten 1950er Jahre fortgesetzt wurden, machte sich Sacharow immer mehr Sorgen um die biologischen Folgen, insbesondere um die radioaktiven Auswirkungen in der Atmosphäre. 1957 schrieb er seine erste Arbeit, in der er die Auswirkungen von Atomtests kritisierte, in der er die erhöhten globalen Todesraten berechnete, die sich aus der Strahlenexposition ergaben. 1958 forderte Sacharow Khrushchev auf, ein Moratorium für Atomtests einzuhalten. Sacharow lebte sein Leben als Wissenschaftler. Integrität und Aufrichtigkeit standen für ihn an erster Stelle. Sobald er zu einer analytischen Schlussfolgerung gelangt war, war es für ihn unerlässlich, seine Meinung zu äußern und seine Ideen anderen mitzuteilen. Sein Aktivismus gründete aufhänglich auf dem Gebiet seiner fachlichen Expertise, das heißt den Atomtests und ihren Folgen. In den 1960er Jahren hatte sich sein Fokus erweitert, um eine umfassendere Sicht auf Menschenrechte und geistige Freiheit zu erlangen. Dieser Prozess gipfelte in seinem Artikel von 1968. Ich hoffe, meine Worte haben Ihnen geholfen zu verstehen, wie Sacharow zu Sacharow wurde. Ich übergebe hiermit gerne meinen Kollegen, die zweifellos eine weitere interessante Diskussion über das Phänomen von Andrei Sacharow führen werden. Danke Ihnen fürs Zuhören. Er schuf die tödlichste Waffe auf der Erde und bekämpfte sie anschließend zeitlebens. Er gehörte zur höchsten Elite der Sowjetunion und gab alles auf, um für die Menschenrechte zu kämpfen. Andrei Sacharow wurde am 21. Mai 1921 geboren. Physiker, Konstrukteur, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, gesellschaftlich engagierter Intellektueller und Bürgerrechtler. Die Begeisterung für die Macht der Wissenschaft und die Passion für die Physik, die ihm sein Vater schon in jungen Jahren vermittelt hatte, haben seine Berufswahl bestimmt. Seine Erziehung in der Tradition der russischen Intelligenzia vermittelte ihm ein feines Gespür für Gewissen und Wahrheit. 1948 wird der begabte Nachwuchsphysiker einer geheimen Gruppe zugeteilt, die an der Entwicklung einer thermonuklearen Waffe arbeitet. Es sind Sacharows technische Vorschläge, die dazu führen, dass die UdSSR 1953 als erstes Land der Welt die Wasserstoffbombe besitzt.
Für seine Leistungen als Konstrukteur werden ihm staatliche Preise und 3 der höchsten nichtmilitärischen Auszeichnungen, die Sterne des Helden der sozialistischen Arbeit, verliehen. Er wird als eines der jüngsten Mitglieder in der russischen Geschichte in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Sacharow war sich bewusst, dass Wissenschaft und Fortschritt enorme Kräfte besitzen. Ihre Früchte können das Leben der Menschen glücklicher machen. Aber sie sind auch in der Lage, die Menschen und den gesamten Erdball zu vernichten. 1968 veröffentlicht er sein berühmtes Manifest »Gedanken über Fortschritt, friedliche Koexistenz und geistige Freiheit«. Er schickt es an Leonid Brezhnev, erhält aber keine Antwort. Die Regierenden möchten ihn nicht sprechen. Der Rest der Welt aber liest das Manifest voller Erstaunen und Begeisterung. In Dutzenden von Ländern erscheinen die Gedanken in 18 Millionen Exemplaren. Mit Ausnahme der UdSSR. Sacharow darf nicht mehr an geheimen Projekten mitarbeiten. Aber sein Name wird trotz allem auch im eigenen Land bekannt. Man bittet den mutigen Wissenschaftler, sich für gewaltlose politische Gefangene einzusetzen. Sacharow tritt für unschuldig Verurteilte ein, unterschreibt Petitionen und gibt ausländischen Journalisten Interviews. Die Behörden reagieren mit Diffamierungen und Drohungen. Aber Sacharow schreibt weiter und meldet sich in der Öffentlichkeit zu Wort. 1975 wird ihm der Friedensnobelpreis verliehen. Елена Сахарова. Ваше Величество, Ваши Королевские Высочества, Ваше Превосходительство, уважаемые члены Нобелевского комитета, дамы и господа, я нахожусь здесь, потому что по странностям страны, гражданами которой являемся мой муж и я, его присутствие на Нобелевской церемонии оказалось невозможным. Сегодня он не здесь, а в Вильнюсе, столице Литвы, где идет суд над ученым-биологом Сергеем Ковалевым. И по тем же странностям нашего государства Сахаров находится не в зале суда, а на улице, второй день, на холоде, ожидая приговора своему ближайшему другу. In seiner Nobelpreisrede ruft er dazu auf, politische Gefangene zu befreien und liest stellvertretend für hunderte politische Häftlinge in der Sowjetunion 126 Namen vor. Im Januar 1980 spricht sich Sacharow mit aller Schärfe gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan aus und ruft zum Boykott der Olympischen Spiele in Moskau auf. Главное, что должно волновать сейчас людей. В СССР, как и во всем мире, идущая в Афганистане война и опасность ее расширения. Каждый день, каждый час гибнут афганцы, гибнут советские солдаты, и в их семьи приходят похоронные. Die Regierung verliert die Geduld. Sacharow wird auf dem Weg zur Arbeit festgenommen. Ihm werden alle Auszeichnungen aberkannt und er selbst ohne Gerichtsverfahren in die Stadt Gorki verbannt und unter KGB-Aufsicht gestellt. Dort wird er fast 7 Jahre in Isolation verbringen. 3-mal tritt er in einen längeren Hungerstreik und hält der Folter durch Zwangsernährung stand. Weltweit finden Aktionen zu seiner Unterstützung statt. Im Dezember 1986 befreit Michail Gorbatschow Sacharow aus der Verbannung. Es ist die Zeit der Perestroika. Sacharow wird Volksdeputierter der UdSSR, ruft zu unverzüglichen politischen Reformen auf und entwirft eine neue sowjetische Verfassung, deren Basis der Schutz der individuellen Rechte und der Grundsatz eines freien und gleichberechtigten Bundes der verschiedenen Völker bilden. Sacharow, der Diffamierungen, Verfolgungen, die Aberkennung aller Auszeichnungen und die Verbannung überlebt hat, kämpft bis zu seinem letzten Tag für eine bessere Welt.
Am 14. Dezember 1989 ruft er in der Sitzung der interregionalen Abgeordnetengruppe dazu auf, eine Kampagne für die Aufhebung des Monopols der Kommunistischen Partei auf die Macht im Land zu starten. Noch am Abend dieses Tages starb Sacharow an plötzlichem Herzstillstand. Auf seinem letzten Weg durch die Straßen von Moskau begleiteten ihn viele tausende Menschen. Freiheit, schöpferische Energie und die Absage an undurchlässige Grenzen waren für Sacharow ein natürlicher Zustand und die Widerspiegelung der fundamentalen Eigenschaften des Universums in der menschlichen Zivilisation. Mit aller Kraft kämpfte er gegen ideologisches Diktat, Entfremdung und Unterdrückung der Freiheit. Sacharow war ein Mensch, dessen Schicksal die Geschichte der Welt und seines Landes widerspiegelt. Er war ein Mensch, der auf den leichten Weg verzichtet und sich für den ehrlichen Weg entschieden hat. Ein Mensch, der das Streben einer ganzen Menschheit nach friedlichem Miteinander, Fortschritt und Glück verkörperte. Das war Andrei Dmitrievich Sacharow. Was für ein anrührender Film und was für ein großartiges Leben. Man weiß jetzt, warum das Europäische Parlament seinen Menschenrechtspreis nach Andrei Sacharow benannt hat. Und vielen Dank an das Sacharow Center in Moskau und Sergei Lukaschewski für diese Würdigung. Ich bin gespannt darauf, was Sie uns jetzt zu sagen haben. Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank. Ich befinde mich in Moskau, bin sehr dankbar dafür, hier dabei sein zu dürfen und die Möglichkeit zu haben, über Herrn Sacharow zu sprechen. Und ich danke den Organisatoren dieser Soiree, die Sacharow gewidmet ist. Dank Marina Sacharowa, beginne ich jetzt meine Erzählung über das Jahr oder vom Jahr 1968. Ich bitte um Entschuldigung, der Ton ist extrem schlecht. In seinem Essay, das 1968 veröffentlicht wurde, behauptet Sacharow das Primat der intellektuellen Freiheit, die das einzige Mittel ist, um Politiker in der ganzen Welt kontrollieren zu können und die Menschenrechte als das Instrument, das die Gesellschaften in der ganzen Welt die Gelegenheit geben würden, sich zu schützen. Sacharow ist einem in geheimen arbeitenden Physiker zu einem Bürgerrechtler geworden. Er durfte nicht mehr an geheimen Projekten mitarbeiten und er hat danach gesellschaftlich weitergewirkt. Es begann eine neue Etappe voller Schwierigkeiten und Gefahren und er wurde zu einer Leitfigur des Kampfes um die Menschenrechte in der Sowjetunion. Und er wandte sich an ausländische Rundfunksender, trat mit Aufrufen auf, um die Häftlinge des Gewissens zu befreien. Und er spricht über menschliches Unglück, Grausamkeit, Müdigkeit und Gleichgültigkeit, die Gesellschaft bedrohen. Und wenn er in seinen Betrachtungen noch gewissen Optimismus äußert in Bezug auf die Sowjetunion, jetzt ist davon keine Spur mehr zu finden und er sieht die Sowjetunion nur noch ausschließlich kritisch. Und als er
Er darf Gerichtsverhandlungen nicht mehr besuchen. In den nächsten 20 Jahren wird er über 1000 Erklärungen zum Schutz der Häftlinge des Gewissens veröffentlichen. Er wird verfolgt. Bei ihm finden Hausdurchsuchungen statt. Ihm nahestehende Menschen werden ebenfalls verfolgt. Für ihn waren die Menschenrechte immer ausgesprochen wichtig. Und das war für ihn die einzige Grundlage, die die Menschen unabhängig von ihrer Nationalität, politischer Überzeugung, gesellschaftlichen Stellung einigen kann. Die Menschenrechte sollten zu einem Maß für das Handeln der Politik werden. Und ohne Sacharow sieht eine direkte Verbindung oder sucht nach einer direkten Verbindung zu einem jeden Häftling des Gewissens und sorgt sich um seine Sicherheit. Die Innenpolitik wird sich auch immer in der Außenpolitik widerspiegeln, hat er gesagt. Es ging für ihn um Gerechtigkeit. Aber Sacharow ging es nicht nur um Menschen- und Bürgerrechte. Er war der Ansicht, dass die Leistung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts das Leben der Menschen verbessern, aber die Umwelt belasten und die Ressourcen erschöpfen. Und wir wissen, dass das heute eins der wichtigsten Themen im gesellschaftlichen Diskurs weltweit sind. 1975 bekommt er den Friedensnobelpreis verliehen. Und in seiner Rede äußert er nicht nur sein Credo, sondern er zählt auch über 120 Häftlinge des Gewissens auf und stellt eine direkte Verbindung zwischen den Gefahren für die Welt und den Menschenrechten her. Der Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan, darauf reagiert Sacharow mit scharfer Kritik. Er befindet sich rund um die Uhr unter KGB-Aufsicht. Vor seiner Tür steht die Miliz. Er ist gezwungen, alle seine Notizen stets bei sich zu tragen, selbst wenn er nur spazieren geht. Die Verbindung zur Außenwelt erfolgt nur über seine Frau, über Jelena Bonner. Als Sacharow in der Verbannung in Gorki war, ich bitte nochmals um Entschuldigung, der Ton ist gruselig. Man versuchte ihn zwangs zu ernähren, man warf ihn auf das Bett, zog ihn aus, band ihn fest, führte ihn mit Schlauch aus und verabreichte ihm eine Lösung und zwang ihn, diese Lösung zu schlucken. Dann kam Gorbatschow in der Sowjetunion an die Macht, die Perestroika begann und 1986 kam Sacharow einen Anruf aus dem ZK der KPDSU und kehrt dann nach Moskau zurück. Er nimmt aktiv am gesellschaftlichen Leben teil und wird zum Volksdeputierten gewählt. Er sieht die drohende politische und wirtschaftliche Krise und ruft zu Reformen auf. Sacharow wendet sich an die Gesellschaft und auf seinen Aufruf hin findet ein Streik statt. Sacharow schlägt eine neue Verfassung für die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken vor. Und es geht um das Streben nach Glück und die Verantwortung nicht nur um das Schicksal des eigenen Landes, sondern um die Sicherheit und die Zukunft der ganzen Welt. Aber die Gesundheit war durch die Hungerstreiks stark beschädigt und Sacharow stirbt. Viele tausende Menschen begleiten ihn. Und was ist das Wichtigste für uns im Erbe von Sacharow? Erstens,
Das ist ein Glaube daran, dass selbst wenn man nicht mehr auf eine bessere Zukunft hoffen kann, wenn man unterdrückt wird, muss man trotzdem seine Ideale verfolgen. Man muss seine Werte behalten und leben. Und Punkt Nummer zwei, Sacharow bestand stets darauf, dass das Wichtigste in der gesellschaftspolitischen Aktivität eine Zielfestlegung ist. Ziele können idealistisch sein, aber man muss stets und konsequent darum kämpfen, dann wird man das Ziel letztendlich erreichen. Und das hat er mit seinem Leben gezeigt. Während der Perestroika wurde eine Reihe seiner Ideen in der damaligen Sowjetunion noch umgesetzt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Sergej. Sie haben einen großartigen Text, einen biografisch-politischen Text zu Sacharow geschrieben, den man auf Deutsch auf unserer Website russlandverstehen.eu nachlesen kann, indem Sie nochmal einen großen Bogen schlagen von dem Wunder Sacharow, dass jemand wie er in der Sowjetunion überhaupt in Erscheinung treten konnte, bis zu diesem Moment der Hoffnung, Ende der 80er Jahre mit Perestroika und Glasnost, wo es fast schien, dass er nochmal die Träume seines Lebens erreicht hat, nämlich eine Demokratisierung der Sowjetunion bis zur Gegenwart, in der es wieder eine Rückkehr des Autoritarismus in Russland gibt. Was ist für Sie die gegenwärtige Bedeutung Sacharows? In erster Linie würde ich sagen, das Wichtigste an Sacharow besteht darin, dass die Menschenrechte die Grundlage jedweder Politik bilden müssen. Und der Schutz der Menschenrechte ist immer ein Wert an sich. Und man muss dafür einen Preis bezahlen, wenn man standhaft bleibt und seinen Idealen folgt. Und Sacharow ist die Verkörperung in erster Linie einer unpolitischen Politik. Das Einzige, was für die Anhänger von Freiheit und Demokratie in Russland übrig bleibt, wo das politische Leben praktisch getötet ist durch Repressionen, durch Unterdrückung, durch repressive Gesetze. Und in dieser Situation ist die Figur Sacharows eine Art Leitbild, Leitmotiv, um dem Totalitarismus zu widerstehen und Werte und Freiheiten zu verteidigen. Wir werden uns im Laufe des Abends nochmal sprechen. Sergej Lukaschewski, der Direktor des Sacharow-Zentrums in Moskau. Wir kommen jetzt zu einer Gesprächsrunde zu Sacharows Bedeutung in der Sowjetunion und seiner Rezeption im Westen, also eine westöstliche Spiegelung. Ich begrüße dazu sehr herzlich zwei langjährige Freunde, die jeder kennt, der sich intensiver mit der Geschichte der Sowjetunion und des heutigen Russlands beschäftigt. Irina Schabakowa, sie ist uns zugeschaltet aus Moskau, Historikerin und Vorstandsvorsitzende des Zentrums für Forschung und öffentliche Aufklärung bei Memorial International. Sie ist Mitglied in den Beiräten der Gedenkstätte Buchenwald, der Aktion Sühnezeichen und des Wiener Wiesenthal-Zentrums für Holocaust-Studien und hat für ihre Arbeit zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter das Bundesverdienstkreuz und den Karl von Ossietzky-Preis. Herzlich willkommen, Irina. Der zweite im Bunde, Karl Schlögl, einer der bekanntesten Osteuropa-Historiker Deutschlands und Autor zahlreicher Standardwerke über Russland. Er unterrichtete osteuropäische Geschichte an der Universität Konstanz und der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und wurde für seine Arbeit
ebenfalls mit dem Bundesverdienstkreuz, dem Leipziger Buchpreis und dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Karl. Ich würde gerne damit beginnen, dass ich euch beiden eine fast identische Frage stelle, nämlich, Irina, wann und wie bist du auf Sacharow gestoßen und welche Bedeutung hatte er für dich und den Lauf, den du genommen hast, sozusagen deine politische und intellektuelle Geschichte? Ich gehörte ja eigentlich zu einem Intellektuellen, wenigstens meine Eltern gehörten zu einem intellektuellen Milieu in Russland. Deshalb wusste ich schon sehr früh über Sacharow und ich hatte das ganze Privileg, das ganze Samizdat zu Hause zu haben. Und ich kannte auch, flüchtig, aber ich kannte auch Helena Bonner. Und es gab viele gemeinsame Bekannten. Ich glaube da, und auch unter Physiker, weil das ist sehr interessant, das zu unterstreichen. Wissenschaft spielte seit Tauwetterzeit, ja auch natürlich in Stalinzeiten, aber anders in der Tauwetterzeit und dann auch in den 60er später. Also eigentlich fast die ganze sowjetische Zeit, aber ganz besonders in den 60er Jahren, eine sehr große Rolle. Und die Menschen hatten gewisse Achtung und sogar Angst. Ein bisschen, was Physik anbetrifft. Also was jetzt die Physiker jetzt alles machen können, von Bomben bis auch sonstigen Sachen. Und es gab unzählige Witze über Physiker oder Lieder und so. Und das war eine, würde ich sagen, eine ganz eigenartige Bedeutung der Wissenschaft überhaupt. Sie als eine Hoffnung auf eine, würde ich sagen, etwas dieser Absurdität dieser Politik, ja, und diesem Staat, das immer deutlicher für die Menschen wurde, entgegenzusetzen, zum einen. Zum anderen, und das war sehr wichtig, und Sacharow verkörperte sozusagen die höchste Elite dieser Wissenschaft und noch ein Physiker dazu. Und ich glaube, dass seine Figur deshalb trotz allen Hetzkampagnen sehr überzeugend auf die Menschen wirkte. Und er war wirklich, und er hatte ja eigentlich in den Augen eines einfachen sowjetischen Menschen alles. Er war so ausgezeichnet wie nur sehr wenige Menschen in diesem Lande. Und das alles sozusagen aufzugeben für diesen Kampf, der irgendwie hoffnungslos zu sein schien. Also das machte schon, dass das beeindruckte. Also was mich anbetrifft, natürlich, also von Anfang, das war ja von Anfang an klar für mich, seine Bedeutung sozusagen. Aber ich glaube, dass auch für die Menschen allgemein, wenn irgendeine Figur, und das ist unsere Tragik heute, wenn irgendeine Figur von dem Dissidenten, aus der Dissidentenbewegung, aus dem Widerstand, für die Menschen als Figur, nicht als Gruppe, zum Beispiel von 68 im August auf dem Roten Platz, sondern als Figur außer Schriftsteller oder Künstler, die eine große Rolle spielten, als Widerstandsfigur die Bedeutung hatte und einen Namen hatte, das war Sache. Und das ist sehr tragisch, dass, und etwas noch, was ich vielleicht in dieser ersten Runde noch sagen will. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch. Und das hatte, und ich glaube, dass seine moralische Wirkung war auch, das war davon abhängig. Er war überzeugend, weil er nichts den Menschen vormachte, dass er alles schon von Anfang an wusste, also über den Kommunismus und so, sondern er schreibt sehr, sehr aufrichtig in seinen Erinnerungen. Und es war ja auch für ihn so, dass er diesen Weg, den viele Menschen durchgemacht haben in der Sowjetunion, also sozusagen Abschied von Illusionen, Abschied vom Glauben an den Kommunismus, zu den
Enttäuschungen und Abschied von diesen Illusionen. Also er machte ja nichts vor, dass er auch Stalins Anhänger war im Kriege. Ja, wie viele Menschen in der Sowjetunion. Und ich glaube, das war sehr überzeugend und sehr aufrichtig. Also aus dieser Mischung entstand seine Wirkung auf die Menschen. Karl, wie war das bei dir? Wann bist du auf Sacharow gestoßen und wie war damals deine Wahrnehmung und wie hat die sich auch verändert dann im Laufe der Jahre? Ich glaube, anders als Irina, ich war sehr weit weg. Ich brauchte ziemlich lange, um überhaupt mit Sacharow mich bekannt zu machen, ihm irgendwie näher zu kommen, ihn zu verstehen. Und ich bin ihm selbst nie begegnet. Die nächste Annäherung war vielleicht, als man in dem nachsowjetischen Russland reisen konnte, fuhr ich nach Nizhny, ehemals Gorki, und habe mir die Wohnung angeguckt in diesem Wohnblock. Und ich war in Arsamas. Ich habe damals allerdings noch nicht ganz kapiert, dass das eigentlich das Hauptobjekt war, wo er gearbeitet hat. Ich gehöre nicht zu denen, die ihn von Anfang an, wie soll man sagen, wo man wie mit einem elektrischen Schlag getroffen ist. Mir war sein Name bekannt von diesem berühmten Text von 68, aber er war für mich hauptsächlich ein Name, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wenn ich damals in dieser Zeit, und ich war immerhin schon ein bisschen wach, ich war vor 68 lange Zeit in Prag und habe gemerkt, was da los ist. Aber es war für mich ein Name und ich glaube, wenn wir uns damals begegnet wären, er wäre entsetzt gewesen, mit wem er es zu tun hat. Und zwar, also wenn man den Text nochmal liest, das sind Texte der scharfen, klaren Abgrenzung Hitlerismus, Stalinismus, Maoismus. Für einen Linksradikalen, der zwar damals auch in Prag war und ungefähr verstanden hat, was da los ist, es war für ihn undenkbar und es war einfach nicht vorstellbar, dass aufgeweckte, wache, interessierte Leute überhaupt so etwas denken konnten. Und mein Weg zu Sacharow, muss ich sagen, ich habe alle seine Sachen gelesen und habe jetzt auch noch mal den Text von 68 gelesen. Mein Weg zu Sacharow ging eigentlich über einen Umweg. Und zwar führte er heraus, wenn ich so sagen darf, aus einer linken Romantik hin zu einem Verständnis, was dort eigentlich abläuft und dass die Kategorien und der Koordinatenrahmen, mit dem wir, also wenn ich mich als 68er identifiziere, aufgewachsen sind, dass diese Koordinaten einfach nicht stimmten. Also ich hatte eigentlich eine viel nähere Beziehung zunächst zu den Leuten, den Dissidenten, die ich dann im Exil kennengelernt habe. Das waren Leute wie Petro Grigorenko, Leonid Feinberg und andere. Und da war es so, was mich an Grigorenko und anderen fasziniert hat, das war sozusagen, dass Grigorenko in Moskau vor die Fabriken zog und Flugblätter verteilt hat. Eine insgeheime, sozusagen eine Untergrundmentalität, wenn man so will. Und ich brauchte ziemlich lange, um zu verstehen, dass das Programm, was er so ausgeführt hat in 68, tatsächlich etwas ist, wo man sich hineindenken muss und dass der Diskurs, den wir sozusagen in der westlichen Komfortzone geführt haben, nicht funktioniert. Und ich musste eigentlich sehr viel Lehrgeld bezahlen in den dissidentischen Gemeinden in Moskau, wo man, wenn man aus der westlichen Linken kam, ja einiges sich anhören musste, um sich hineinzudenken in ein ganz anderes Koordinatensystem. Und wenn ich so sagen darf, für mich war eigentlich der Endpunkt meiner, wie soll ich sagen, tiefen Sympathie und Verehrung, muss ich sagen, war, als dieser Mann, der mir zum Teil vorkam wie so ein,
wie so ein amerikanischer Ostküstenintellektueller, also diese große Gestalt, etwas schlaksig, als er im Kongresspalast in Kreml auftrat und vor dieser Meute, die da unten war, zu Tausenden, einfach über sie hinweggeredet hat und noch einmal wiederholt hat, was seine tiefe Überzeugung war. Und diese Szene der Furchtlosigkeit, diese Unbeeindruckbarkeit, dem Druck nachzugeben, das fand ich so ungeheuerlich. Und ich fände eigentlich, dass dieser große Mann und dieser große Patriot und diese große Wissenschaftler, darüber müssen aber die Gelehrten und Wissenschaftler sprechen, dass er einer der Gründe ist, warum man nach Moskau gehen muss und warum das Auftauchen dieses Mannes uns gezeigt hat und seiner Generation, muss man sagen, man ehrt ja mit ihm heute auch seine Generationsgenossen und die er immer wieder genannt hat. Und ich muss sagen, das war für mich eigentlich die Hauptspur, immer wenn er eine Pressekonferenz gemacht hatte, wenn die Presse und die Rundfunkstationen, BBC und so weiter, sich eingefunden haben. Er hat sein Prestige, seine anscheinende Unverwundbarkeit, dass er nicht sozusagen angefasst werden konnte, was natürlich nicht stimmt, hat er benutzt, um sozusagen Licht zu werfen auf die, die eben unsichtbar geblieben sind oder die keine Stimme hatten. Und ich finde, er ist wirklich einer der ganz Großen. Und ich finde, die Idee, ihn zu würdigen mit dieser Hommage zu seinem 100. Geburtstag, ich finde, es eine ausgezeichnete Idee. Vielen Dank, Karl. Wir kommen nochmal auf seine Rezeption im Westen zurück, dann auch vielleicht ein bisschen aus einer distanzierteren Perspektive des Historikers. Ich würde aber gern nochmal Irina fragen und ein paar Stichworte aufgreifen, die du jetzt auch genannt hast, die vielleicht helfen, dieses Mirakel zu verstehen. Also einmal diese, Karl sagte, Furchtlosigkeit. Vielleicht hatte er Furcht, er war ja ein menschliches Wesen, aber er hat sich von dieser Furcht nicht ins besiegen lassen, ja, er hat der Furcht nicht nachgegeben. Diese unglaubliche Unbeirrbarkeit in einer scheinbar aussichtslosen Situation. Also in den 60er und 70er Jahren schien das ja eine so verzweifelte Minderheit zu sein, diese Gruppe der demokratischen Dissidenten in der Sowjetunion ohne eine wirkliche Aussicht auf Erfolg. Und woher kommt dann diese ungeheure Ausstrahlung, die Wirkung, die er hatte? Ein Mann, der keine öffentliche Bühne mehr hatte, der nicht in den Medien vorkam und der trotzdem zu einer Leitfigur wurde, zu dem geistigen Bezugspunkt für das, was dann später die demokratische Opposition wurde. Woher kommt das? Marina hat das schon sehr schön dargestellt, die Wurzel, würde ich sagen. Man kann natürlich vieles darüber reden, also auch in seinen Erinnerungen kommt das vor. Das ist diese russische Tradition der Intelligenz oder der Volkstümler, sozusagen. Und natürlich, würde ich mal sagen, moralische Kategorien. Sacharow war natürlich eine ganz hervorragendste Figur. Aber zum Beispiel Sergei Kowalow, dem Sacharow beistand und der lange Zeit dann im Lager verbracht hat, der war auch eine absolut unerschütterliche Figur, zum Beispiel. Also, und das wissen wir sehr gut im Memorial, wo er Vorsitzender ist. Also das kommt wahrscheinlich aus einer Tradition, aus einer Überzeugung, dass man, wie soll man sagen, dass man Recht hat, ganz einfach, dass man Recht hat. Wissen Sie, das Schwierigste und Schrecklichste sind moralische Zweifel oder Kompromisse. Die machen einen Menschen fertig, eigentlich.
Und wenn man wie die Hexen in Macbeth das sozusagen verkünden, dass zwischen dem Gut und Böse keine Grenze verläuft. Und ich glaube, das ist das, weil es beim Sacharow ganz deutlich hervorkam. Und das ist das, was wir verloren haben mit seinem, als er gestorben ist. In Russland spielt die Persönlichkeiten eine sehr große Rolle, auch deshalb, weil die Institutionen so schwach sind. Und es gab in den 90er Jahren eigentlich keine Institutionen und keine moralischen Instanzen. Und Sacharow war die Figur, die vieles vereinigte in sich, die so glaubwürdig war in seinem Kampf sozusagen für Freiheit und Demokratie. Und dass wir ihn sehr früh, 89, verloren haben, war, glaube ich, war verheerend. Es machte vieles für Menschen dann irgendwie unglaubwürdig. Auch die Ideen der Freiheit und der Demokratie. Und viele Menschen damals sozusagen, also in den 90er Jahren, wurden plötzlich nicht das, was sie dann in der Perestroika-Zeit verkündet haben. Also deshalb ist es in jeder Hinsicht ein riesiger Verlust. Ja, aber solche Menschen sind wirklich sehr selten. Solche Persönlichkeiten. Deshalb spielt er solche Rolle. Deshalb ist er in der Erinnerung geblieben. Und noch etwas will ich sagen, was für mich sehr wichtig ist. Ich glaube, auch zum Beispiel zum Teil zum Unterschied zu Solzhenitsyn, der auch eine große Rolle gespielt hat in diesem geistigen Widerstand. Und für mich war das ganz besonders nah. Von Anfang an beim Sacharow. Er sah keine Grenzen. Er war gegen Isolation. Und das war so selbstverständlich für ihn. Und er war ein sehr russischer Mensch einerseits und andererseits absolut ein Weltmensch. Durch seine Wissenschaft, durch seine moralische, würde ich sagen, Vorstellungen. Und das ist das, was wir auch, würde ich sagen, verloren haben. Und heute ist es ganz besonders schmerzhaft, wenn wir uns daran erinnern. Noch eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ist Sacharow denn heute unter den Jungen in Russland noch präsent? Eigentlich, wenn wir, kurze Antwort, eigentlich eher nicht. Weil es gibt, wenn irgendjemand, das muss ich so sagen, wenn irgendjemand bekannt ist, wenn sie sich einige auf irgendeinen Namen erinnern, aus Dissidenten, aus Perestroika-Zeit und so, das ist der Sacharow. Aber ihn gibt es kaum in den Lehrbüchern. Also seine Biografie wird nicht studiert. Und deshalb viel zu wenig ist er bekannt. Vielen Dank, Karl. Sacharow ist heute, erscheint im Westen als eine fast ikonische Figur. Aber wenn man nochmal liest, was er damals dem Westen uns ins Stammbuch geschrieben hat, so Ende der 60er und in den 70er Jahren, dann war das ja eine scharfe Reibung. Ja, also wenn er zum Beispiel sagt, es kann niemals eine Gemeinsamkeit geben mit totalitären sagen, Regimes, ja, und sagen, darauf Wert legt, dass es eine wertorientierte Außenpolitik geben muss und dass man nicht trennen kann zwischen innenpolitischen und außenpolitischen Werten, also dass Demokratie und Menschenrechte auch ein Leitwert für die Außenpolitik sein müssen. Oder wenn er zwar für Abrüstung und friedliche Koexistenz plädiert und gleichzeitig dem Westen aber sagt, ihr müsst das aus einer Position der Stärke dann heraus tun. Er hat zum Beispiel auch gegen die Forderung nach einseitiger Abrüstung genannt, die wir damals ja hochgehalten haben in der Bundesrepublik, in der Friedensbewegung. Und das erinnert mich doch ein bisschen heute an die Debatte nicht nur des Umgangs mit Russland, sondern auch mit China. Ja, kann man diesen Art von Systemwettbewerb nicht nur gewinnen, aus einer Position der Stärke, und zwar nicht nur militärisch, sondern indem man auch an der Spitze des Fortschritts sich bewegt. Das war ja auch ein Motiv
sagen von ihm. Ja, ich habe den Text auch noch mal gelesen und was mich darin eigentlich am meisten beeindruckt hat, wie soll ich sagen, dass schriftlich eigentlich dasselbe passiert, wie wenn man ihm zuhört. Es ist der Zauber eigentlich der freien Rede. So wie er gesprochen hat, frei, unbeeindruckt und in gewisser Weise ohne Rücksichtnahme, so ist das auch in diesem Text. Und vieles ist daran seherisch und großartig. Ich muss sagen, er hat viele Dinge über Kritik, Grenzen des Wachstums, die technischen Innovationen, über Transport- und Kommunikationsrevolution. Er hat Dinge avisiert, die sozusagen in einer anderen Form heute auf uns zugekommen sind. Aber mich hat eigentlich hauptsächlich die Freiheit, mit der er sich seine eigene Geschichte, die Geschichte Russlands und sozusagen die Situation, die damals ja des Kalten Krieges, der zwei Supermächte war und eine Situation, die sich heute ja vollständig geändert hat. Also mich hat die Freiheit, sich eine Situation zu vergegenwärtigen, also seinen Denkstil, eigentlich am meisten beeindruckt. Und ich glaube, dass, wenn er immer sagt, man muss eigentlich seine ganze Intelligenz, seine ganze Vernunft und alles Wissen zusammenbringen, um die Probleme der Welt zu lösen, das ist ja sozusagen ein Plädoyer. Wir sollen uns nicht lokal oder nationalstaatlich aufhalten und gegeneinander konkurrieren, sondern wir sollen alle unsere Intelligenz und was wir aufbieten können, zusammenbringen. Und diese Bedingung, nämlich dass es eine freie Besprechung der Probleme gibt, das ist eine so fundamentale Forderung, die heute natürlich in Russland überhaupt nicht eingehalten wird. Das ist ja man hat den Eindruck, dass man in gewisser Weise in Vorsacharow-Zeiten zurückgeht und dass er Dinge bespricht, von denen man eigentlich denken konnte, sie sind zu Ende, sie werden Vergangenheit. Es ist aber nicht so, sondern es gibt Sprachregelungen, es gibt Geschichtspolitik, es gibt Denkverbote, es gibt all das, wo die 60er meinten, endlich herauszukommen. Und das Tragische ist, dass nicht nur diese Generation sozusagen ein ganzes Leben gestohlen worden ist, sondern dass es möglicherweise auch sozusagen nochmal ein zweiter ungeheurer Verlust eintreten wird. Also mich interessiert eigentlich am meisten oder beeindruckt am meisten, dass er für eine Lebensform steht, die heute in Russland im Belagerungszustand und elementar bedroht ist. Und wenn wir das nicht zur Kenntnis nehmen, dann hat unsere Politik auch keinen Sinn. Und ich weiß es nicht, ob man das konkret besprechen muss. Ich finde, permanente Rede vom Dialog, den man führen muss. Es wird Dialog geführt. Die Frage ist, was man sagt. Und die Frage ist, ob man in einer Situation, die Sacharow ähnlich ist, die Verbannung sozusagen eines führenden, mutigen, tapferen Mannes ins Lager, ob man in diesem Augenblick nicht ausspricht, was der Fall ist. Und Sacharow hätte, vielleicht muss man so sagen, wenn ich Sacharow fragen würde, was er, der heute bestimmt wiederum als ausländischer Agent und fünfte Kolonne diffamiert würde, er würde sicher uns einen Rat geben, standhaft zu bleiben und Widerstand zu leisten und die Dinge beim Namen zu nennen, was das eigentlich das Einfachste und gleichzeitig das Allerschwierigste ist, weil man dazu
Mut und Anstand braucht. Vielen Dank. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang so weiterreden, aber ich habe zu Beginn gewarnt, dass wir nur kurze Streiflichter auf das Leben Sacharows und seine Bedeutung für uns heute werfen können. Wir kommen jetzt zu einer ganz anderen Präsentation, nämlich einer kurzen Lesung aus einem Text von Andrei Sacharow, Mein Land und die Welt. Und es liest Sarah Maria Sanders, aufgewachsen in Deutschland und in Russland, Schauspielerin, gegenwärtig engagiert am Bad Studio Theater Berlin und an der Berliner Volksbühne. Andrei Sacharow. Mein Land und die Welt, 1975. Das Leben in unserem großen Land ist kompliziert und facettenreich. Wie in jedem Land trägt die Arbeit der Menschen, wenn auch nicht immer produktiv und vernünftig organisiert, sowie die zunehmende Nutzung der wissenschaftlichen Errungenschaften und der natürlichen Ressourcen auf die eine oder andere Weise sichtbare Früchte. Tausende lebhafter und offenbar mit ihrem Schicksal zufriedener Menschen eilen rund um die zum Himmel hoch aufragenden schlanken Wolkenkratzer des neuen Al-Bad hin und her. Aber hinter dieser Fassade verbirgt sich, wie übrigens auch in anderen Ländern, vieles, was mit dem Fremden nicht sichtbar gemacht werden kann. Ein Meer menschlichen Unglücks von Schwierigkeiten, Erbitterung, Grausamkeit, tiefster Müdigkeit und Gleichgültigkeit, die sich in Jahrzehnten aufgestaut haben und die Grundfesten der Gesellschaft unterminieren. In unserem Land gibt es eine ungewöhnliche hohe Zahl von unglücklichen, vom Schicksal betrogenen Menschen. Vereinsamte Greise mit lächerlich geringen Renten, Menschen, die dem Leben nicht gewachsen sind, die keine Arbeit oder Lernmöglichkeit haben oder auch kein, selbst für unsere ärmliche Verhältnisse, entsprechendes Dach über den Kopf besitzen. Chronisch Kranke, die keinen Platz in einem Spital finden. Zahllose Trinker. 1,5 Millionen Häftlinge, Opfer einer blinden und oft ungerechten Justizmaschinerie, die die korrupte Kreatur der Behörden und der lokalen Mafia ist. Diese Gefangenen sind Menschen für immer aus dem normalen Leben ausgestoßen. Oft einfach Pechvögel, die es nicht verstanden haben, zur richtigen Zeit dem richtigen Mann ein Bestechungsgeld in die Hand zu drücken. All diesen zu helfen ist praktisch unmöglich und kaum jemand versucht es. Und angesichts des schweren, aufreibenden Existenzkampfes um Brot auf der einen Seite, den die Mehrheit der Bevölkerung führen muss, und auf der anderen Seite angesichts der satten, selbstzufriedenen Exklusivität einer Minderheit und angesichts der heuchlerischen und untauglichen Sozialstruktur. Ich liebe die Landschaft und die Kultur meiner Heimat und ihre Menschen sehr und will keineswegs in die Rolle des Anschwärzers auftreten. Aber ich halte es für notwendig, die Aufmerksamkeit auf jene negativen Aspekte zu lenken, die von grundsätzlicher Bedeutung für die internationalen Beziehungen und für das Verständnis der Lage unseres Landes sind und die von den Sowjets und der pro-sowjetischen Propaganda totgeschwiegen werden. Gäste aus dem Ausland stellen mir manchmal die Frage: Wenn bei euch wirklich so viele Mängel vorhanden sind, warum unternimmt dann das Volk nicht Maßnahmen zu ihrer Behebung? Es ist nicht einfach, in kurzen Worten auf diese Frage zu antworten. Ein Faktor für die Stabilität des Regimes ist der Umstand, dass der Lebensstandard immerhin, wenn auch langsam, steigt. Der Einzelne vergleicht sein Leben selbstverständlich nicht mit dem weit entfernten und unerreichbaren Paris oder New York, sondern mit seiner eigenen elenden Vergangenheit. Wichtiger ist aber noch etwas anderes, die immanente Stärke des totalitären Regimes, nämlich die Trägheit der Angst und die Passivität. Es gibt kein Volk, welches in einer einzigen Generation so unvergleichliche Opfer gebracht hätte wie unseres. Unser Arbeiter, das ist nicht der englische, ja nicht einmal der polnische Docker, die, wenn nötig, auf die Straße gehen können. Obwohl die Lautsprecher jeden Tag dem einfachen sowjetischen Bürger einhämmern, dass er Herr seines Landes ist, so begreift dieser doch völlig, dass die wirklichen Herren des Landes jene sind, die morgens und abends in gepanzerten schwarzen Limousinen durch ausgestorbene und abgesperrte Straßen dahinjagen.
Er hat nicht vergessen, auf welche Weise man seinen Großvater deren bäuerlichen Besitz enteignet hat, und er weiß, dass auch heute noch sein persönliches Schicksal völlig vom Staat abhängt, vom unmittelbaren oder mittelbaren Vorgesetzten, vom Vorsitzenden der Wohnungskommission, vom Vorsitzenden des Gewerkschaftskomitees, der, wenn er will, seine Kinder im Kindergarten unterbringen kann oder auch nicht, und möglicherweise von dem mit ihm Schulter an Schulter arbeitenden Informanten des KGB. Bei Wahlen wirft er in die Wahlurne einen Zettel, auf dem nur ein Name steht. Er begreift, wie sehr solche Wahlen ohne Wahl ihn politisch erniedrigen. Er fühlt die in dieser aufwendigen Zeremonie enthaltene Verhöhnung des gesunden Menschenverstandes und der menschlichen Würde. Und doch, er wird dressiert und er lässt sich dressieren, um zu leben. Er betrügt sich selbst. Der Sowjetbürger ist das Produkt einer totalitären Gesellschaft und vorläufig auch deren Hauptstütze. Und ich kann nichts tun, als das Schicksal anflehen, dass am Ende dieser Sackgasse der Geschichte keine so gigantische Erschütterung steht, deren mögliches Ausmaß unsere Vorstellungskraft übersteigen wird. Aus diesem Grund bin ich Evolutionist und Reformist. Andrei Sacharow. Wir nehmen Sacharows Worte mit in unser nächstes Gespräch. Und mit diesem Gespräch wollen wir den Bogen schlagen zur Politik und Gesellschaft in Russland heute. Mein Name ist Gwendolin Sasse, ich bin die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Und ich freue mich jetzt sehr auf meinen Gesprächspartner Andrei Kolesnikow. Andrei Kolesnikow ist Senior Fellow am Carnegie Moscow Center. Dort leitet er das Programm Russische Innenpolitik und politische Institutionen. Und wir kennen ihn durch seine klaren, scharfen Analysen der russischen Gesellschaft und der russischen Innenpolitik. Er hat eine große Medienpräsenz in Russland, aber ist auch bei uns sehr bekannt. Hallo, André. Fragt bei der Lesung, wie die Worte von Sacharow auf dich heute wirken, was dir bei der Lesung durch den Kopf ging. Ja, das ist tatsächlich die Aktualität dessen, was Sacharow gesagt hat. Der Teufelskreis der russischen Geschichte wurde doch offensichtlich klar. Und es wird einem klar, wenn man Sacharow liest, und es wird klar, wie aktuell diese Worte sind, wie wir wiederum zurückkehren. Vielleicht hängt der Vergleich etwas, wenn wir das totalitäre System der Sowjetunion mit dem heutigen autoritären Regime vergleichen. Aber ich glaube, da kommen wir tatsächlich in eine historische Spur rein, aus der unser Land gar nicht heraus kann. Nach kurzen Perioden der Liberalisierung kehren wir wieder zurück in die Spur der totalitären Entwicklung. Und das, was Sacharow in 1968 und 1975 in seiner Nobelpreisrede gesagt hat, das hat eine Bedeutung, und nicht nur für Russland, auch für die gesamte Welt. Er hat die Tendenzen der globalen Entwicklung ganz präzise aufgezeigt. Und es geht hier nicht um die Umweltprobleme oder das Internet. Sacharow hat ja von der Geohygiene gesprochen. Es geht tatsächlich um den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. Und er hat oft keine Moral. Grundlagen. Und er stellt es wirklich etwas auf den Kopf, und auf den ersten Platz in der Prioritätenliste kommen Menschenrechte und menschliche Moral. Ich habe eben auch in dem Text, genau wie du, viele, viele aktuelle Elemente gehört. Es ging dort um Korruption, es ging um Propaganda, es ging auch um eine Fassade, über die wir oder durch die wir hindurch gucken müssen, um zu verstehen, was in einer Gesellschaft passiert, dass wir das von außen mitunter nicht sehen. Und da frage ich mich, ob du vielleicht auch noch ausführen könntest, wo siehst du, ohne jetzt die Sowjetunion mit dem heutigen Russland gleichsetzen zu wollen, wo siehst du Ähnlichkeiten, wo siehst du Unterschiede, was politischen Dissens und auch den gesellschaftlichen Kontext angeht?
Wissen Sie, es gibt recht viele Ähnlichkeiten, nicht nur in dem, wie die Zivilgesellschaft und die politische Opposition, das sind ja zwei verschiedene Sachen, wie sie dem Druck des Staates widerstehen. Und es gibt Gemeinsamkeiten nicht nur zwischen der Gesellschaft der damaligen Sowjetunion und der heutigen Gesellschaft. Es gibt auch Ähnlichkeiten in den Unterdrückungstechnologien, Technologien seitens des Staates. Und der damalige Staat erinnert in diesen Technologien an den heutigen Staat, in diesen Unterdrückungstechnologien. Wir haben heute oft damit zu tun, dass wir mit einer repressiven, einer neuen Gesetzgebung zu tun haben und das neue Gesetz über die ausländischen Agenten schließt die Lücken in dieser eigentlich unrechtlichen und ungerechten Regelungen, die vorhin noch existierten. Es gibt tatsächlich keine Möglichkeit aufzuatmen. Und genau das Gleiche hatten wir ja in der Sowjetunion, als die Dissidentenbewegung entstanden ist, als der Widerstand dem Regime gegenüber neue Formen erhalten hat, als die Menschen auf die Straßen gegangen sind. Und in den 70er Jahren haben die entsprechenden Artikel im sowjetischen Strafgesetzbuch nicht ausgereicht. Und dann kamen in 1966 die Erneuerungen, die Neueinträge ins Strafgesetzbuch, eine Familie der neuen Artikel, Artikel 190. Das war ein Artikel über die Diffamierung und die diffamierenden Überlegungen über das sowjetische Regime. Das war vielleicht etwas sanfter formuliert als der Artikel für antisowjetische Agitierung und Propaganda. Aber da konnte man viel mehr Menschen dafür belangen. Und auch damals war die Dissidentenbewegung die Bewegung der wenigen, die Bewegung, die einige Dutzend Menschen eingeschlossen haben. Heutige Proteste sind natürlich viel größer. Eine Reihe von Menschen hat doch durch die Demokratie der 90er Jahre durchgelebt und die gehen auf die Straße. Und die Motivation besteht aber die gleiche. Boris Bogoras, der berühmte Dissident, hat 1968 während seines Prozesses über seinen Protest auf dem Roten Platz, einen Protest gegen den Einmarsch der Sowjetunion in der Tschechoslowakei. Sie hat gesagt, sie konnte nicht schweigen. Sie konnte nicht umhin, ihre Stimme dagegen zu erheben. Es war nicht genug, einfach schweigend zu bleiben. Und die heutige moralische Motivation der Menschen, die auf die Straße gehen, die ist sehr ähnlich. Da können wir tatsächlich die heutige Zeit mit der damaligen vergleichen. Und ich möchte Sie auch an die Worte von Alexander Galitsch erinnern. Der hat gesagt, dass es viele Menschen gibt, die nicht auf die Straße gehen, dass sie öffentlich sich nicht äußern, weil sie Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren. Die haben Angst, exmatrikuliert zu werden aus einer Hochschule. Aber diese Menschen, die sind trotzdem die Grundlage der des schweigenden Widerstandes. Und es gibt auch viele Menschen, die heute Angst haben, exmatrikuliert zu werden, ihre Arbeit zu verlieren, und die unterstützen trotzdem diesen Protest, diese Protestbewegung, die bürgerschaftliche Bewegung. Die sind im Grunde Alliierte von den Menschen, die keine Angst haben, auf die Straße zu gehen. Und da gibt es noch einen weiteren Element der Ähnlichkeit, die Anwälte, die die Dissidenten damals verteidigt haben, und die Anwälte, die die Protestler und die politische Opposition heute verteidigen. Die damaligen Anwälte, Sofia Kalistratova, Dina Kaminskaya, Boris Solotukhin, waren im Grunde echte Stars in ihrem Beruf. Sie hatten keine Angst, die Andersdenkenden zu verteidigen. Und das hatte einen Einfluss auf ihren Lebenslauf, auf ihre Karriere. Und das Gleiche passiert heute den Anwälten, die die heutigen Dissidenten verteidigen.
Das Verlangen nach der Öffentlichkeit der Gerichtsprozesse über die Andersdenkenden wird auch heute wieder aktuell. Wir wissen ja, dass gewisse Gerichtsprozesse und Gerichtsverhandlungen, die mit dem Extremismus in Anführungsstrichen zu tun haben, als geheim gehalten werden. Die Nawalny-Struktur wird kaputt gemacht und als extremistisch gebrandmarkt. Und die Öffentlichkeit dieser Gerichtsverhandlungen ist natürlich auch wieder bedeutend. Ich habe die Repressionen gegen die Menschen, die auf die Straße gehen, benannt. Diese Repressionen gab es auch in Sowjetzeiten. Den Menschen wurde oft gekündigt. Und das konnten wir massenhaft jetzt sehen im Department des, für Verkehr. Und in der Moskauer U-Bahn wurde den Menschen, die am Protest teilgenommen haben, massenhaft gekündigt. Und es ist verwunderlich, 50 Jahre später das wieder beobachten zu müssen. Ja, das ist zum Thema Aktualität der Arbeit von Sacharow und der Praktiken der Dissidentenbewegung. Das kommt wieder zurück und wir befinden uns wiederum in diesem Teufelskreis der russischen Geschichte. Die kurzen Liberalisierungsperioden werden abgewechselt durch fast die normale autoritäre Herrschaft in unserem Land. Vielen Dank für die Ausführungen. Neben den Protesten, die du jetzt schon geschildert hast, und wir kommen gleich vielleicht nochmal darauf zurück, würde mich interessieren, wo du sonst die auch darüber hinaus die politische Opposition verortet siehst in Russland heute. Denn die Proteste, auch Bewegung von unten ist vielleicht das eine, aber es gibt ja auch immer fließende Übergänge zwischen politischem Dissens, Widerstand, organisierter politischer Opposition. Wo siehst du weitere Anknüpfungspunkte? Ich habe ja bereits erwähnt, dass meiner Meinung nach wir die politische Opposition und verschiedene Protestbewegungen und verschiedene Bewegungen der Zivilgesellschaft vermischen müssen. Natürlich haben sie ähnliche Motivationen. Das sind alles Bewegungen, Organisationen, die mit der heutigen Lage, mit dem heutigen Stand der Dinge nicht zufrieden sind. Und es geht natürlich vor allen Dingen um das Politische, aber die Zivilgesellschaft, die setzt sich meistens dafür ein, ihre Rechte, die ihr per Verfassung zustehen, zu verteidigen, Umweltrechte, aber auch die Wahlrechte. Und die müssen dann natürlich sich der Gesellschaft, die eher schwer bewegbar ist, widersetzen. Das ist die Grundlage der Unterstützung von Putin-Regime. Das ist der Konformismus, der heutzutage existiert. Und das ist ein Eckstein der Unterstützung von Putin. Das ist keine emotionale Unterstützung. Das ist keine passionierte Unterstützung. Das ist keine gleichgültige Unterstützung. Und umso schwieriger wird es für die Zivilgesellschaft, breiter zu werden, weil die restliche Gesellschaft ja gleichgültig ist. Die Repressionen zeigen, dass ein Staatsbürger eines Landes zu sein, im vollen Sinne des Wortes, ja gefährlich ist. Deshalb verfällt die Gesellschaft in eine immer größere Apathie und wird immer konformistischer. Und das können wir auch soziologischen Erhebungen sehen. Die sind recht widersprüchlich, ob zum Beispiel Nawalny unterstützt oder doch nicht unterstützt wird. Einerseits ist seine Unterstützung im Wahlbereich gewachsen. Auf der anderen Seite, was die Unterstützung seiner Aktivitäten angeht, da fallen seine Unterstützungszahlen, weil er nervt mit seinen Aktivitäten. Und wenn wir jemanden in Russland mit Sacharow vergleichen sollten, ich glaube, wir haben gar nicht so eine Person. Und das könnten wir nicht. Es sind verschiedene Zeiten. Wir haben zu viel Hintergrundgeräusche im Informationsraum, um einen zweiten Sacharow zu finden. Es ist auch schwierig, eine Person von dem gleichen Maßstab zu finden. Aber eine Person, die eine gewisse moralische Autorität haben würde, es sollte ja auch ein Opfer des Regimes werden, wie es Sacharow damals getan hat. Er hat ja von dem Regime gelitten. Nawalny leidet unter dem heutigen Regime. Man hat versucht, ihn zu vergiften.
Er wurde inhaftiert, befindet sich jetzt in einer Strafkolonie. Das hat ihm nicht nur politische Unterstützer und politische Kraft gegeben, das hat ihm mehr auch moralische Unterstützung, moralische Kraft gegeben. Das ist sehr schwierig. Ich wiederhole es noch einmal, Nawalny und Sacharow zu vergleichen. Das sind zwei verschiedene Charaktere, die in verschiedenen Zeiten gelebt haben und leben. Aber diese moralische Kraft, die gibt es hier. Und die Menschen, die im Januar, Februar und im April auf die Straße gegangen sind, die haben ja gesagt, wir gehen nicht raus für Nawalny. Aber, und in diesem Aber besteht der Pathos, aber auch der Rückgrat der heutigen bürgerrechtlichen Bewegung. Dieser Mensch wird ungerecht verfolgt. Der Staat ist ihm gegenüber ungerecht gewesen und dieser Wunsch, die Gerechtigkeit wiederherzustellen, eine vielleicht eine friedliche Revolution der Würde zu starten, nicht wie in der Ukraine vielleicht, die Würde, die wieder aufgebaut werden muss, die Würde, die von dem Staat mit den Füßen getreten wurde. Es geht um den Wiederaufbau der Bürgerrechte. Und ich glaube, das ist tatsächlich in vielen Aspekten dem ähnlich, was in der Vergangenheit passiert ist, als Sacharow zum ersten Mal die Dissidentenbewegung berührt hat. Und das passierte 1965, als er für den zu den Protesten gekommen ist im Dezember 1965. Es ging um eine Aktion zur Unterstützung von Daniel und Siniavski. Und er war in heutigen Begriffen auch noch kein Aktivist, aber er verstand, wie ungerecht der Staatsapparat war. Er versuchte ja, den Staat umzuerziehen. Er schrieb Briefe und damals hat der Staat auch ihm zugehört. Und der Bruch von 1968 bestand ja darin, dass Sacharow aufgehört hat, den Staat von innen zu verändern und zu erziehen. Er wollte die ansprechen, diejenigen ansprechen, die bereit waren, ihm zuzuhören. Und er wollte nicht nur die russische Gesellschaft ansprechen, sondern auch die Gesellschaft in der ganzen Welt. Und 1968 hat sein neues Leben angefangen. В этом есть, кстати говоря, тоже еще одно сходство с современным Сахаровым. Множество людей естественно присоединяться к движению Сахаров огромная как историческая роль состоит в том, что его reif waren für Veränderungen durch ihn, durch seine Autorität. Und ich hatte ja die schweigsame Resistance, von der Galitsch gesprochen hat, erwähnt. Viele Menschen sind auf Veränderungen eingestellt, sind bereit, die zivilgesellschaftliche Bewegung für Demokratie, für Modernisierung, für Liberalisierung des Landes einzutreten, sobald eine solche Möglichkeit besteht, ohne Gefahr für den eigenen Job, die eigenen Kinder und so weiter. Weil die Menschen sind und bleiben Menschen,
Und sie müssen sich so verhalten, damit keine Gefahr für ihre Familien entstehen, die auf die Straße gehen, die protestieren. Das sind Menschen, die aus anderem Holz geschnitzt sind, die bereit sind, ihre Meinung offenkund zu tun. Und in diesem Sinne, also das Regime, das in Russland entstanden ist, seine Stabilität besteht darin, dass es von der schweigenden und mitunter nicht mal so sehr schweigenden Mehrheit mitgetragen wird. In dieser Gesellschaft gibt es aber noch eine gesunde demokratische Grundlage. Das Volk, das man immer beschuldigt hat, dass es nicht demokratiereif wäre, ist reif für die Demokratie. Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, was sie denken sollen, die es vorziehen, Putin zu unterstützen. Aber Russland erwarten historische Veränderungen. Und wenn die Macht in den Händen der demokratischen Bewegung liegen wird, dann wird auch die Mehrheit auf unerwartete Art und Weise die Demokratie unterstützen. So stellt sich soziologisch die Mitte, die träge Masse dar. Aber wissen Sie, unter Bedingungen, wo es keine legale Opposition geben kann, dann wächst die Bedeutung der Zivilgesellschaft. Wir haben keine Oppositionsparteien im eigentlichen Sinne. Die Parteien in der Duma, das ist eine imitierte Opposition. Und die anstehenden Parlamentswahlen werden daran nichts ändern. Aber ich sage es nochmal, wichtig ist das, was in der Gesellschaft reicht. Welche Prozesse dort stattfinden, warum die Menschen plötzlich beginnen, für ihre Rechte zu kämpfen. Es bleibt ein Rätsel, was das Wesen der Proteste in Chabarovsk ausgemacht hat. Die Macht hat es nicht erwartet, aber die Beobachter der Prozesse in der Gesellschaft haben sie auch nicht vorhersagen können. Und die Macht ist bereit, jedwede Proteste, die mit Nawalny zu tun haben oder durch ihn markiert sind, zu unterdrücken. Aber die macht es ratlos, wenn sie andere Proteste in der Zivilgesellschaft sieht, wie in Chabarovsk, wenn die Menschen dafür eintreten, ihre eigenen Wählerrechte wiederherzustellen und auch noch dabei jemanden unterstützen, der moralisch zweifelhaft ist, für den die Menschen jetzt kämpfen in der Region Chabarovsk, ist natürlich Lichtjahre von Sacharow moralisch entfernt, aber die Menschen unterstützen weniger ihn, sondern bekämpfen das System, das ihre verfassungsmäßigen Rechte beraubt. Das ist eigentlich ein Kampf für die Einhaltung der Verfassung. Das haben ja auch die Dissidenten verlangt. Haltet euch an eure eigene Verfassung. Und das ist das, was zivilgesellschaftliche Bewegung fordert, obwohl die gegenwärtige Verfassung durch verschiedene Zusätze und Änderungen vor einem Jahr stark verdorben wurde. Und dafür hatte eben diese indifferente Mehrheit gestimmt. Damit viel beschäftigt. Wir sehen aus soziologischen Umfragen, dass es größer werdende Unterschiede in verschiedenen Ansichten gibt, wenn wir auf verschiedene Generationen der russischen Bevölkerung schauen. Wie siehst du die Möglichkeit eines Generationenwechsels, sowohl in den Eliten, aber jetzt vor allem auch in der Gesellschaft? Die Zahlen sind nicht eindeutig. Natürlich darf man auch nicht verallgemeinern, was russische Jugend an sich so denkt. Aber dennoch gibt es klare Unterschiede, auch in der Bewertung von zum Beispiel Nawalny oder politischer Opposition. Und leider muss ich dich bitten, dich etwas kurz zu fassen, weil wir im Programm weitermachen müssen. Die Situation ist außerordentlich widersprüchlich. Einerseits die Generation im Alter von 18 bis 24, deren Ansichten unterscheiden sich von den Ansichten der Generation 55 plus. Aber ich würde das jetzt nicht übertreiben, dass die Jugend, die
jetzt nicht mehr die Last dieser imperialen Traditionen tragen muss. Und nicht mal weiß, welche Traditionen das sind. Diese Jugend lebt aber in diesem Land, wo sie halt lebt. Und da gibt es sehr viele, die bereit sind, sich konformistisch zu verhalten, die bereit sind, vom Staat Arbeitsplätze zu erhalten. Und der Staat hat seinen Finger überall drin, die bereit sind, auch beim Militär oder in den Diensten eine Karriere zu machen. Und die russische Mittelschicht ist sehr konservativ, weil sie vom Staat abhängt. Gutes Geld kann man nur verdienen, wenn man für oder mit dem Staat arbeitet. Millionen von Menschen arbeiten für die Streitkräfte, für die Polizei, für die Geheimdienste. Und sie werden vorhersagbar, weil sie Karriere machen wollen. Unser Mittelstand und Jugend ist auch kein Modernisierungsagent bei Lichte betrachtet, aber Prozesse eines modernisierten Denkens finden statt in den jüngeren Kohorten, aber demografisch sieht es so aus, dass man vielleicht in Zukunft politische Veränderungen geschehen werden, aber sozusagen dieser Generationenwechsel, der läuft noch nicht, und jetzt einfach abzuwarten, dass der konservative Teil der Bevölkerung ausstirbt und durch liberale Menschen ersetzt wird. Solche Erwartungen sind eher falsch. Für die Demokratie wird man kämpfen müssen. Und auch die Jugend versteht nicht immer, in welcher Art von Welt die Transmission der historischen Erinnerung geschieht, auch nicht automatisch. Und wenn wir jetzt heute über Sacharow sprechen und junge Menschen fragen, wer Sacharow war, welche Bedeutung er für das Land hat, dann würden die meisten diese Frage überhaupt nicht verstehen, weil die Geschichte ist für sie das, was gelehrt wird. Das ist die Geschichte des Staates, von Feldherrn, und nicht, von der nicht die Geschichte der Zivilgesellschaft. Sie kennen diese Geschichte nicht und wissen nicht, dass die wahrhaftigen Helden dieses Landes die Menschen sind, die 68 auf dem Roten Platz demonstriert haben oder Sacharow sind. Und da gibt es noch viel zu tun. Vielen Dank, André. Wir wollen hier schließen. Ich möchte noch kurz sagen, dass ich deinen Tweet heute sehr passend fand, als du sagtest, dass Sacharow heute wieder Dissident ist. Und gerade was du am Ende ausgeführt hast, zeigt das sehr deutlich. Wenn der Staat denkt, er müsste auch eine Person wie Sacharow möglichst aus der Geschichte herausschreiben, dann ist das, glaube ich, ein guter Ausdruck von Aktualität. Und damit herzlichen Dank, und ich übergebe wieder zurück, ich glaube, für ein weiteres Intermezzo. Ganz herzlichen Dank, Frau Sasse und Andrei Kolesnikow, für diese interessanten Einblicke in die heutige russische Gesellschaft. Wir kommen jetzt noch einmal zu einer kurzen Lesung eines sehr bemerkenswerten Textes, nämlich der Rede auszugsweise, die Andrei Sacharow zur Verleihung des Friedensnobelpreises gehalten hat. Er konnte sie ja nicht selbst halten, aber Sarah Maria Sanders wird uns jetzt Auszüge vortragen, Bühne frei. Aus der Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises 1975. Ich bin überzeugt, dass ein internationales Vertrauensverhältnis, Abrüstung und internationale Sicherheit unvorstellbar sind ohne offene Gesellschaftsformen mit Informations- und Meinungsfreiheit, dem Recht zu publizieren, zu reisen und das Land zu wählen, in dem man zu leben wünscht. Ich bin auch überzeugt, dass die Meinungsfreiheit in Verbindung mit anderen Bürgerrechten die Grundlage wissenschaftlichen Fortschritts bietet und zugleich eine Garantie gegen dessen Missbrauch zum Schaden der Menschheit, somit auch die Basis wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts, der seinerseits eine politische Garantie ist, die ein wirksames Eintreten für soziale Rechte ermöglicht. Gleichzeitig möchte ich die These von der eigenständigen, entscheidenden Bedeutung der Bürger- und politischen Rechte für die Gestaltung des Schicksals der Menschheit verteidigen. Sehr viele Anzeichen deuten darauf hin, dass die Menschheit an der Schwelle der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in eine entscheidende und kritische Geschichtsepoche eingetreten ist. Es gibt Nuklearraketen, die im Prinzip dazu in der Lage sind, die gesamte Menschheit auszurotten.
Dies ist die größte Gefahr, die unserem Zeitalter droht. Zweifellos ist der industrielle und technische Fortschritt der wichtigste Faktor zur Überwindung von Armut, Hunger und Krankheit. Aber dieser Fortschritt führt zugleich zu unheilvollen Veränderungen unserer Umwelt und zur Erschöpfung unserer Rohstoffquellen, sodass sich die Menschheit mit großen ökologischen Gefahren konfrontiert sieht. Rapide Wandlungen herkömmlicher Lebensformen hatten eine unkontrollierte Bevölkerungsexplosion zur Folge, namentlich in den Entwicklungsländern. Solches Bevölkerungswachstum hat bereits außerordentlich schwierige wirtschaftliche, soziale und psychologische Probleme geschaffen und wird künftig unweigerlich noch ernstere Probleme mit sich bringen. In vielen Ländern, vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika, wird der Mangel an Nahrungsmitteln der dominierende Faktor im Leben hunderter Millionen Menschen werden. Doch sogar in den entwickelten Ländern stehen die Menschen vor ernsten Problemen. Dazu zählen die Belastungen infolge exzessiver Verstädterung durch all die Umwälzungen, die das feste soziale und psychische Gemeinschaftsgefüge zerstören, die ständige Jagd nach Moden und Trends, die Überproduktion, das hektische, rasante Lebenstempo, das Ansteigen nervlicher und geistiger Zerrüttungen. Das akute, drohende Versiegen der Rohstoffquellen, die Gefahr der Überbevölkerung, die permanenten, tiefgreifenden, übernationalen politischen und sozialen Streitfragen, all dies wirkt sich immer stärker auch auf die entwickelten Länder aus und wird sehr viele, die an Überfluss und den Alltagskomfort der Zivilisation gewöhnt sind, zum Verzicht zwingen oder zumindest sie mit der Drohung eines solchen zwangsweisen Verzichtes konfrontieren. Doch eine entscheidende Rolle in der Rangordnung der heutigen Weltprobleme spielt die globale politische Polarisation, der in die sogenannte erste, als westliche bezeichnete Welt, die zweite, sozialistische und die dritte Welt, die Entwicklungsländer, geteilte Menschheit. Zwei riesige sozialistische Staaten sind faktisch zu rivalisierenden totalitären Imperien geworden, in denen jeweils eine einzige Partei und der Staatsapparat in allen Lebensbereichen maßlose Machtfülle genießt. Beide besitzen ein enormes Potenzial für Expansion und suchen ihre Einflusssphären auf immer größeren Sektoren der Welt auszuweiten. Der eine dieser Staaten, die Volksrepublik China, hat erst ein relativ bescheidenes Stadium wirtschaftlicher Entwicklung erreicht, während der andere, die Sowjetunion, durch Ausbeutung seiner einzigartigen Bodenschätze und durch äußerste Beanspruchung seiner Bewohner und ihrer Fähigkeit, stetige Entbehrung zu ertragen, ein ungeheures Militärpotenzial aufgebaut und es zu einem ziemlich hohen, wenngleich einseitigen wirtschaftlichen Entwicklungsstand gebracht hat. Wenn wir diesen Komplex vordringlicher Probleme und Widersprüchlichkeiten betrachten, muss zunächst die Feststellung getroffen werden, dass jeglicher Versuch, das Tempo des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts zu drosseln, den Verstädterungsprozesses rückgängig zu machen, Isolationismus, patriarchalische Lebensformen und einem auf alten nationalen Überlieferungen begründeten Neubeginn zu propagieren, unrealistisch wäre. Vor gar nicht langer Zeit waren uns künstliche Düngemittel, technisierte Feldbestellung, chemische Pestizide und landwirtschaftliche Intensivmethoden noch unbekannt. Manche fordern nun die Rückkehr zu traditionelleren und vielleicht weniger bedenklicheren Formen der Landwirtschaft. Aber ist dies auf einer Welt, wo hunderte Millionen Menschen hungern, überhaupt vertretbar? Wir können uns weder dem Gedanken weltweiter Verbreitung medizinischer Forschungsresultate nicht verschließen, noch, dass diese Forschung selbst auf allen Gebieten voranzutreiben ist, einschließlich der Bakteriologie, der Virologie, der Humangenetik und der Genteilung, ganz gleich, welche Gefahren des potenziellen Missbrauchs darin lauern und welche unerwünschten gesellschaftlichen Konsequenzen einige dieser Forschungen auch haben mögen. Dies gilt auch für die Entwicklung von Elektrogehirnen, für die Verhaltensforschung, für den Aufbau eines weltweit einheitlichen Kommunikationssystems und so weiter. Es ist völlig klar, dass all diese Forschungen sich in den Händen einer unkontrollierbaren, skrupellosen Bürokratie als außerordentlich gefährlich erweisen können. Aber andererseits können sie unter öffentlicher Kontrolle für die Menschheit ungemein wichtig und notwendig werden. Fortschritt ist nur dann möglich und unschädlich, wenn er der Kontrolle der Vernunft unterworfen ist. Der wichtigste Problemkreis des Umweltschutzes ist ein Beispiel für die Funktion der öffentlichen Meinung, des offenen Gesellschaftssystems
und der Meinungsfreiheit. Die militärische Anwendung wissenschaftlicher Resultate und die kontrollierte Abrüstung sind ein gleichermaßen heikles Gebiet, bei dem das internationale Vertrauensverhältnis von der öffentlichen Meinung und einer offenen Gesellschaftsordnung abhängt. Zusammenarbeit zwischen dem westlichen, den sozialistischen und den Entwicklungsländern ist eine entscheidende Voraussetzung für den Frieden und dies bedingt den Austausch wissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse, Handel und wechselseitige Wirtschaftshilfe. Aber solche Zusammenarbeit muss auf gegenseitigem Vertrauen zwischen offenen Gesellschaftssystemen beruhen, auf der Basis echter Gleichberechtigung und nicht auf der Basis der Angst demokratischer Länder vor ihrem totalitären Nachbarn. In diesem Fall wäre Zusammenarbeit nichts als ein Versuch, sich mit einem furchterregenden Nachbarn gutzustellen. Solch eine Politik würde das Übel nur hinauszögern, das aber dennoch bald käme und dann 10-mal schlimmer wäre. Die Entspannung kann nur dann gesichert werden, wenn sie vom ersten Moment an mit der ständigen Offenheit seitens aller Länder, der Wachsamkeit der öffentlichen Meinung, freien Informationsaustausch und der absoluten Achtung vor den politischen und Bürgerrechten in allen Ländern Hand in Hand geht. Andrei Sacharow. Ganz herzlichen Dank, Sarah Maria Sanders. Ein extrem, finde ich, jedenfalls eindrucksvoller Text. Er beginnt ja mit einer Gegenwartsdiagnose Mitte der 80er Jahre, die sehr erinnert an die Umwelt- und Friedensbewegung zur gleichen Zeit im Westen, also der drohende Atomkrieg, Umweltverschmutzung, Erschöpfung natürlicher Ressourcen, exzessive Verstädterung. Er spricht auch von Überbevölkerung, das ist sozusagen Paul Ehrlich und die Bevölkerungsbombe aus den 60er Jahren. Also es ist so ein apokalyptisches Szenario, die Welt steht am Abgrund oder sie schlittert auf den Abgrund zu. Und dann gibt es aber auf einmal sagen Töne, die mich jedenfalls sehr hellhörig gelassen haben. Ich will noch mal kurz ein Zitat wiederholen, wo er im Grunde sagt, wir können nicht zurück hinter die industrielle Moderne. Ja, er sagt, es muss die Feststellung getroffen werden, dass jeglicher Versuch, das Tempo des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts zu drosseln, den Verstädterungsprozess rückgängig zu machen, Isolationismus, patriarchale Lebensformen und einen auf alten nationalen Überlieferungen begründeten Neubeginn zu propagieren, unrealistisch wäre. Also wir können nicht zurück in eine idealisierte, vormoderne Vergangenheit, sondern wir müssen nach vorne. Und dieses Vorne, das beschreibt er eben mit diesen Kategorien von einerseits wissenschaftlich-technischem Fortschritt, aber eingebunden und verklammert mit Vernunft, mit Menschenrechten, mit einer, was er sagt, öffentlichen Kontrolle auch von Wissenschaft und Technologie. Darüber würde ich gerne in unserer letzten Runde sprechen, noch einmal mit Sergei Lukaschewski, den Sie schon kennengelernt haben als Direktor des Sacharow Centers in Moskau und neu in unserer Runde Arkadi Ostrowski. Er ist Russland- und Osteuropa-Redakteur der britischen Wochenzeitschrift The Economist. Zuvor war er Leiter des Moskauer Büros des Magazins, hat unter anderem über die Krim-Annexion und den Krieg in der Ostukraine berichtet und er ist Autor des 2016 mit dem Orwell-Preis ausgezeichneten Buchs The Invention of Russia, The Journey from Gorbachev's Freedom to Putin's War. Ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Herr Ostrowski. Welche Resonanzen löst diese Rede heute bei Ihnen aus? Wissen Sie, es ist tatsächlich so, dass es mich fast erschüttert, wie die Ideen von Sacharow relevant bleiben, wie sie lebendig und wichtig bleiben, auch heute.
Und wenn wir es überhaupt beweisen müssen, darin liegt auch der Beweis davon, dass er ein Genie war oder vielleicht einfach ein Visionär oder ein Prophet. Sacharow war in der Tat ein Mensch, der eigentlich viel weiter ging, als einfach genial zu sein. Und dieser Text, diese Ideen haben heute eine absolute Bedeutung und eine absolut gleiche Bedeutung wie damals, als sie erst formuliert wurden. Und das, was wir heute beobachten können in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen, zwischen China und dem Westen, das beweist den Hauptgedanken von Sacharow. Und der bestand darin, dass die Sicherheit, auch die nukleare Sicherheit oder das, was wir als Hard Security bezeichnen, die Sicherheit global unmöglich ist, ohne dass wir die Menschenrechte beachten. Das waren nicht einfach nur Worte, das war eine gut durchdachte Idee, die er zum ersten Mal in 1968 formuliert hat. Und sein Essay von damals und seine Ideen, wie soll ich das sagen? Ich bin fest davon überzeugt, dass er keine zwei Leben hatte, er hatte ein Leben. Und seine Dissidentenaktivitäten würde ich nicht als Dissidentenaktivitäten bezeichnen. Aber sein Leben als eine öffentliche Person, die hatte natürlich mit seiner Arbeit an der Wasserstoffbombe zu tun und die Idee, dass die Sicherung der globalen Sicherheit darin bestehen wird, dass die Menschenrechte beachtet werden und dass die Länder, die Gewalt seinen eigenen Staatsbürgern gegenüber anwendet, egal zu welchem Zweck, sei es ideologisch oder sei es um seine eigenen materiellen Werte zu verteidigen, dieser Staat und dieses Regime wird immer eine Bedrohung für die Welt sein. Es wird immer eine Quelle der Aggression sein. Und in dem Text, der für uns gerade zitiert wurde, das ist für mich auch eine Lehre, nicht nur für uns, sondern auch für alle Politiker, alle Menschen auf der Welt, die in einer Entscheidungsposition sind, dass die Politik der Entspannung auch tatsächlich Schaden anrichten kann, wenn gleichzeitig keine Politik befolgt wird, die eine offene Gesellschaft sich zum Zweck und zum Ziel setzt. Ich befinde mich momentan in Kiew und die Aggression Russlands und Annexion der Krim in 2014, die Menschenrechtsverletzungen in Russland, die auch mit der Korruption zu tun haben, das ist alles ein Gefüge. Das hängt alles zusammen. Und ich bin der Meinung, dass diese Ideen tatsächlich absolut relevant heutzutage sind. Das erinnert mich sehr an Debatten, die wir immer wieder auch in der Bundesrepublik führen, über die den Rückgriff auf Brandts Entspannungspolitik, dieses Insistieren darauf, dass man nicht trennen kann zwischen den inneren Ordnungen eines Staates und seiner Außenpolitik und dass ein Staat, der systematisch Demokratie und Menschenrechte sagen, verletzt, auch kein strategischer Partner sein kann und keine Friedensmacht sein wird, sondern dass Gewalt nach innen und Gewalt nach außen untrennbar zusammengehören. Das war ja eine der wesentlichen Botschaften, die er dem Westen ins Stammbuch geschrieben hat. Und trotzdem war er ein Verfechter für friedliche Koexistenz und sagen Abrüstung. Also er war kein Bellizist, Arkadi. Nein, natürlich war er kein Milizist. Und er war kein Militarist. Er verstand auch, wie bedeutend die Waffe ist, die er erschaffen hat. Und er hat auch verstanden, dass
Die Waffe wurde ja erschaffen, damit die Schrecken des Zweiten Weltkrieges sich nicht wieder wiederholen. Es ging darum, dass die Bemühungen, die man unternehmen müsste, für einen militärischen Konflikt so hoch liegen sollten, dass es unmöglich wird. Und in 1968 hat er verstanden, dass die Furcht, die diese Waffe tatsächlich hervorgerufen hat, auch bei der sowjetischen Führung, da hat er verstanden, dass die Furcht nicht genug ist. Man kann nicht alleine auf Furcht fahren. Und da, als er das verstanden hat, hat er auch mit seinen Menschenrechtsaktivitäten angefangen. Das war im Grunde die direkte Fortsetzung seiner Aktivitäten, um einen militärischen Konflikt in Europa zu verhindern. Um das zu verhindern, was Europa 1939 bis 1945 gesehen hat. Und sein Briefwechsel mit Kissinger, mit Carter, hat davon gezeugt, dass es ein wichtiger Element ist, den anderen sozusagen die Waffen, um den Gegner im Schach zu halten. Aber das reicht nicht aus. Ich glaube, er war Taylor wahrscheinlich viel näher als denjenigen, die von vornherein für eine Verbesserung der Nuklearwaffen sich eingesetzt haben. Und was die heutigen Debatten angeht, die Sie ja erwähnt haben, ich würde sehr gerne daran glauben wollen, dass die Aktivitäten der Bundeskanzlerin, von Frau Merkel, die Alexei Nawalny in ihrem Land aufgenommen hat, die ihn im Krankenhaus besucht hat, als er noch im Krankenhaus war. Das war nicht eine bloß humanitäre Aktion. Und ich glaube, für Angela Merkel ist zum einen das Verstehen, dass der Angriff auf Nawalny und sein Mordsversuch und das, was mit den Protesten in Russland passiert, das hat einen direkten Bezug auf die Sicherheit, nicht nur in Russland, sondern auch in Deutschland. Angela Merkel ist ja im Kalten Krieg selber aufgewachsen. Ich glaube, sie hat ihre Schlüsse daraus ziehen müssen. Ich glaube, es war kein Zeichen der Brandpolitik. Es war ein Zeichen davon, dass sie versteht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem demokratischen Aufbau Russlands und der friedlichen Koexistenz auch mit Deutschland. Und keiner bestreitet ja, dass die friedliche Koexistenz wichtig ist. Aber die Menschen müssen eine Möglichkeit haben, Ideen auszutauschen, sich gegenseitig zu besuchen. Und die Beziehungen sollen nicht mit dem Regime aufgebaut werden, nicht mit dem aggressiven Regime, sondern mit der Gesellschaft, über die Sacharow ja geschrieben hat. Und nur die Politik kann zu einer langfristigen friedlichen Koexistenz führen. Vielen Dank. Sergej, ich würde gerne nochmal am Ende das Thema wechseln und Sie fragen zu dieser Konzeption des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, die Sacharow sein vertritt. Auf der einen Seite klingt das fast so ein bisschen wie diese alte marxistische oder sozialistische Fortschrittsüberzeugung, also die Entfaltung der technischen Produktivkräfte, der Fortschritt der Wissenschaft. Das ist der Weg auch zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, zu ihrer sozialen Emanzipation. Und gleichzeitig kommt bei ihm ja aber eine Erfahrung ins Spiel, die der Paradox ist. Er war einer der führenden Erfinder, Entwickler der sowjetischen Wasserstoffbombe. Also er hatte ein Bewusstsein davon, dass uns diese Erfindungen über den Kopf wachsen können. Und trotzdem hat er darauf insistiert, dass wissenschaftliche Forschung und technische Entwicklung unbedingt weitergehen müssten. Dass es keine Bremse, kein Stopp geben darf. Also wie ist dieses Paradox bei ihm zu verstehen?
Sacharow stützte sich auf eine wissenschaftliche Ethik und Wissenschaftsphilosophie, die bereits die antiken Philosophen formuliert hatten. Und diese Zweischneidigkeit des Fortschritts und technischer Leistungen gesehen haben, eben dass Erfindungen sowohl das Wohl befördern können, als auch großes Leid bringen. Und Sacharows Überzeugung, die Nutzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts anbetrifft, ist eigentlich international. Es ist interessant zu beobachten, wie parallel und in erster Linie in den USA und der Sowjetunion und zwei unterschiedliche Länder, das eine kapitalistisch und demokratisch, das andere totalitär und sozialistisch, aber überall waren die Wissenschaftler an Atomprojekten beteiligt und kamen zu vergleichbaren Ideen, die da beinhalten, dass wir uns mit den Folgen dessen, was wir tun, befassen müssen, auseinandersetzen müssen. Und man kann den thermonuklearen Krieg verhindern einerseits, das heißt ungeachtet der Risiken macht das Projekt trotzdem nötig, aber die Kritik, die Sacharow an den Westen adressiert hat und die man heute an Russland adressieren könnte, man darf Kernwaffen nicht als einzige Möglichkeit zur Niederhaltung einsetzen. Man darf nicht den Einsatz von Waffen androhen, die es gar nicht geben dürfte. Weil am Ende wartet ja die endgültige Vergeltung und Vernichtung. Und ich würde noch daran erinnern wollen, als Sacharow Dissident war und nicht mehr an Geheimprojekten mitgearbeitet hat und auch nicht mehr mit den Vertretern der Macht interagieren konnte. Seine Ideen und seine Ratschläge, würde ich sogar sagen, wurden ja letztendlich durch die Sowjetführung akzeptiert. Ich meine die Geschichte mit den Raketenabwehrsystemen. Dem, was wir als Verteidigungsmittel bezeichnen, sind dann keine Mittel, um einen Krieg zu verhindern, sondern ein Mittel, um den Rüstungswettbewerb weiterzutreiben und mit den entsprechenden wirtschaftlichen Folgen. Und man muss wirklich Sacharows Potenzial besitzen, um zu verstehen, dass wenn Verteidigungsmittel geschaffen werden, da findet sich relativ schnell eine neue Waffe, die das überwinden kann. Und Verteidigungsmittel sind in der Produktion immer teurer. Und auf diesem Paradox ruht Sacharows Ansatz. Vielen Dank. Arkadi, wollen Sie mit in diese Diskussion einsteigen über Ambivalenz von wissenschaftlich-technologischem Fortschritt und wie wir gewährleisten können, ich will nicht sagen sicherstellen, weil es nie eine absolute Sicherheit geben wird, aber wie wir doch Rahmenbedingungen schaffen können, die die positive Seite von wissenschaftlich-technischem Fortschritt gewährleistet und die Schrecken, die damit verbunden sein können, eher im Zaum halten. Ich meine, das Beispiel Sacharows ist ein einzigartiges Beispiel für die Verantwortlichkeit eines Wissenschaftlers, seiner persönlichen auch Verantwortlichkeit. Und gegenwärtig, wenn wir es wirklich mit modernsten Waffen zu tun haben, auch mit künstlicher Intelligenz. Ich glaube, die Verantwortung der Wissenschaftler war noch nie so wichtig wie jetzt. Und man darf sich da nicht auf irgendeine Regierung verlassen, auf Regierungen überhaupt in dieser Frage. Und was Sergej gesagt hat, ist außerordentlich wichtig, weil die Idee Sacharows darüber, dass Waffen geschaffen werden müssen, die eine Balance gewährleisten, auch dass sie nicht eingesetzt werden, in diesem Sinne.
Aber das geschah ja in einem ganz anderen historischen Kontext, als alle Länder noch über direkte Erfahrung des Zweiten Weltkrieges verfügten. Und diese Erfahrung, diese Angst, die gibt es nicht mehr. Und das ist eine Riesengefahr für die Sicherheit. Ich glaube, wir befinden uns in einer gefährlicheren Situation als zu Zeiten des Kalten Krieges. Was den wissenschaftlich-technischen Fortschritt anbetrifft, Sacharow wird davon ausgegangen sein, dass man ihn nicht stoppen kann, dass die menschliche Neugier und die Wissenschaft immer weiter voranschreiten und dass das zur Conditio Humana gehört und dass man natürlich seine Verantwortung, um seine Verantwortung wissen und diese wahrnehmen muss, weil irgendwelche Verbote werden nichts verhindern. Wir werden die schlimmen Folgen nicht verhindern. Und es ist erstaunlich, wenn Sacharows Erinnerung seine Überlegungen über die Menschenrechte, wie er auch über die Erweiterung des Weltalls nachdenkt. Er schreibt über Riesenzahlen und kommt dann wieder auf den einzelnen Menschen zurück und sagt nur, dass das Gewissen, das Mitleid, normale menschliche Emotionen in der Lage sein werden, die Katastrophe zu verhindern und in diesem Falle konkret die Sowjetunion aus dem Zustand herausführen können, in der sie sich befand. Er war ein großer Wissenschaftler und er sah Riesensysteme vor sich. Er war ein Wissenschaftler, der es verstanden hat, dass die menschliche Verantwortung das A und O ist. Und ich würde sagen, das ist die Lehre, die Schlussfolgerung besteht darin, dass es jetzt daran furchtbar mangelt. KI hin, KI her oder neueste Systeme, solange man sich nicht mit diesen einfachen und gleichermaßen schwierigsten Sachen befasst, wie es Sacharow getan hat, Mitleid, Gefühle, alles, was der Mensch hat und die Sterne nicht. Die Sterne kennen kein Mitleid. Wenn das nicht wiederhergestellt wird, dann könnten wir wirklich vor einer Katastrophe stehen. Er war gleichermaßen ein großer Humanist und ein großer Wissenschaftler. Das ist eine extrem aktuelle Debatte, weil wir heute vielleicht an einer neuen Schwelle einer wissenschaftlich-technischen Revolution stehen, die alles Vorherige übertrifft. Es ist nicht nur künstliche Intelligenz, sondern Biotechnologie, Humangenetik, die Veränderung unseres eigenen menschlichen Genoms, wo der Mensch sich zum Schöpfer seiner selbst macht und die Verknüpfung von Informationstechnologien und Wissenschaften, Gehirnforschung, das sind alles Entwicklungen, die uns in unbekanntes Terrain führen und wo es, glaube ich, tatsächlich nicht genügt, über politische Regulative zu sprechen, sondern über die Ethik von Wissenschaft und Technologie. Ich würde gerne am Ende noch eine kurze Frage an Sergej Lukaschewski stellen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, nämlich: Wie wird denn Sacharows 100. Geburtstag heute in Russland begangen? Für Russland ist Sacharow eine komplizierte Figur. Offiziell die Medien, die Macht und so weiter können seinen 100. Geburtstag nicht einfach übergehen. Und das ist tatsächlich der Schöpfer, der Mann, der die Wasserstoffbombe geschaffen hat, der russische Militarismus, muss ich sagen, aber gleichzeitig war er Friedensnobelpreisträger und das läuft total gegen die gegenwärtige staatliche Rhetorik. Das Sacharow-Zentrum
unsere Straßenausstellung nicht genehmigt, die wir machen wollten, mit Fotos und Zitaten von Sacharow. Nur seine direkte Rede, keine Kommentare von uns. Und im ganzen Land finden Ausstellungen statt, runde Tische, die diesem Datum gewidmet sind. Und wir hatten ja heute auch über die Jugend gesprochen und was Sacharow für sie bedeutet. Mit großer Freude kann ich konstatieren, dass bei diesen russischen runden Tischen junge Menschen Vorträge gehalten haben und Texte gelesen von Sacharow, und ungeachtet der staatlichen Propaganda verstehen sie seine Texte und seine Ideen. Und das ist ein wichtiges Unterpfand für die Zukunft und eine Hoffnung für unser Land. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Soiree, unserer kleinen Geburtstagsfeier für Andrei Sacharow angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Mitwirkenden bedanken. Für mich war das nicht nur ein intellektuell anregender, sondern ein sehr bewegender Abend. Und ich möchte nur noch drei, vier Punkte festhalten, die, sage ich, aus unserer Unterhaltung mitnehme, aus unserem Gespräch. Am wichtigsten ist mir vielleicht das Prinzip Hoffnung. Was Sacharow auf diese unbeirrbare Weise verkörpert hat, auch in scheinbar aussichtslosen, sagen Umständen, festzuhalten an seinen Idealen, an den Werten, die für ihn die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens waren. Auch die Unbeirrbarkeit, mit der er zu diesen elementaren Prinzipien von Menschenrechten und Demokratie stand. Den Mut, die Dinge beim Namen zu nennen und den Unterschied zwischen autoritärer Herrschaft und Demokratie, so unvollkommen und fehlerhaft diese Demokratie auch sein mag, nicht zu verwischen. Und sein Verständnis von Friedenspolitik, das würde ich gerne noch mal zwei Sätze aus seiner Nobelpreisrede zitieren, in der er sagt: Friedenspolitik, friedliche Koexistenz kann nicht auf der Basis der Angst demokratischer Länder vor ihrem totalitären Nachbarn beruhen. Dann wäre Zusammenarbeit nichts als ein Versuch, sich mit einem furchterregenden Nachbarn gutzustellen. Darum geht es gerade nicht, sondern Entspannung, wieder Zitat, kann nur dann gesichert werden, wenn sie von Anfang an mit der Wachsamkeit der öffentlichen Meinung, mit dem freien Informationsaustausch und der absoluten Achtung vor den politischen und Bürgerrechten in allen Ländern Hand in Hand geht. Und das ist eine sehr aktuelle Botschaft. Vielen Dank und alles Gute.